Willkommen zurück zu SimCity Build. Wir haben hier einige Punkte zu machen. Ich habe mich absteigen lassen in die Metropolis-Liga, da ich da dann ziemlich leicht wieder aufsteigen kann. Und ja, ich habe bisher noch keine Punkte geholt. Um jetzt Erster zu werden, müsste ich 35.700 irgendwas Punkte holen. Und es sind noch 3 Tage, also noch eine Menge an Zeit. Hier haben wir erstmal Geld verdienen, ganz leicht. Ein bisschen Steuern einsammeln und das war's schon. Gegen das Monster können wir diesmal nicht kämpfen, leider. Wir haben nämlich das Monster erst in einem Tag. Dann Attraktion verbessern. Wir haben keine Attraktion. Hier, Frostfjordgebiete. Da müssen wir einmal was herstellen. Ich habe das übrigens hier mit der Produktion ein bisschen geändert. Ja, er kennt das wahrscheinlich schon. Ah, für Mais fehlt noch Stadtlager voll. Warum ist mein Stadtlager voll? Voll von Glas? Nein, das kann irgendwie nicht sein. Oh, ich kann bald mein Stadtlager erweitern, ist die Sache. Ich brauche nur 8. Dann verkaufen wir einfach mal 2 davon. So, dann brauchen wir hier noch 1. Und dann haben wir hier einmal Mais. Jetzt brauchen wir nochmal Kochutensilien. Dafür brauchen wir noch 2 Holz. So, dann nehmen wir die Aufgabe an. Ah, habe ich schon. Na gut, dann. Welche Stadt? Darüber. Nein, danke. Das könnten wir auch machen. Das hier meine ich. Ah, 2 Mais brauche ich dafür, muss ich mir merken. 2 Mais musste ich machen. Egal. Mach ich nach der Folge. So, nehmen wir das an. Wohngebäude ausbauen, okay. Dann müssen wir nochmal kurz gucken, was für ein Gebäude ich denn machen könnte. So, gehen wir mal von oben durch. Nö. Vielleicht. Nee. Ja, ich glaube, ich mach das da. Wir brauchen einen Nagel. Ein Maßband. Und dann wahrscheinlich hierfür noch ein bisschen Stoff, nein, brauchen wir nicht. Und es regnet im Hintergrund. Schön. Wer mag denn nicht einen Regen haben? Wir erreichen auch bald Level 29, dann schalten wir elektrische Bauteile frei. Katastrophen auslösen. Ich glaube, das klappt nicht. Abschluss des Bauvorhabens.
Was für ein Bauvorhaben? Verbesserung, ach so. Hier wird ja noch das Haus fertig gebaut. Das da. Ich muss also jetzt erstmal warten. Ah, jetzt. Da fehlt ein Handschuh. Eine Batterie. Zwei Handschuhe. Ein Handschuh. Okay, vielleicht hat Heinz ja noch was für uns. Übrigens, Leute, es tut mir leid, dass in der letzten Woche kein Video kam. Liegt einfach daran, dass ich momentan von meinen Lehrern Tonnen von Hausaufgaben bekomme. Und die muss ich halt jetzt erstmal abarbeiten. Ich habe jetzt schon eine Menge an Hausaufgaben gemacht. Wir haben keine Handschuhe bekommen. Ich habe jetzt schon Tonnen von Hausaufgaben gemacht. Jetzt habe ich mir ein bisschen Zeit für YouTube eingeplant. Schule hat halt einfach eine höhere Priorität als YouTube. Ich hoffe, ihr versteht das und seid mir nicht böse. So, dann machen wir das mal noch weg. Eigentlich könnte ich jetzt alles mal einsammeln. Alles unter 1000, würde ich mal sagen. Machen wir das da weg. Das, das. Ja. So, mal gucken, ob wir doch noch irgendwas machen können. Stadtbereich erweitern müsste ich mal gucken. Pariser Gebäude ausbauen. Ah, Pariser Gebäude werden gerade neue Pläne gemacht. Und Stadtbereich sieht schlecht aus. Wir haben nur zwei Bulldozer-Räder. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal hierauf gewartet. Wir brauchen zwei eingelegten Fische. Und Backstein haben wir auch. Das heißt, wir gehen mal schnell rüber. So, wie viele haben wir hier? Wir haben drei Stück. Warum haben wir drei Stück? Ich weiß es nicht. Jetzt hätten wir 5. Warum war da noch eins drin? Ich weiß es nicht. Ich habe hier übrigens noch eine Aufgabe gelöscht. Das mit dem Attraktion verbessern. Jetzt haben wir hier Simoleons verdient. 18.000. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich habe mal nachgerechnet, hier sind etwa 13.000 bis 14.000 drin, wenn alles verkauft wird. So, dann machen wir das mal. Level 29 kommen wir immer näher. Wieder Attraktion verbessern. Im Ernst? Bergbereich. Gebirgserweiterung, okay. Wenn wir das als Aufgabe bekommen, können wir das direkt dann machen. Leider haben wir nur Stadtbereich erweitern und Käse produzieren. Als nächstes Simoleons, ganz klar. Die wurden leider noch nicht verkauft. Kann ich aber mal Werbung reinmachen. 10.000 von 10.800.
Kokosnüsse haben wir nicht. Nein, danke. Auch nicht. Dann verkaufen wir hier noch zwei von, weil wir davon genügend haben. Wer fehlt denn hier noch? Ach, noch eine ganze Menge. Ah, geht gar nicht anders. Schade. Brauche ich eigentlich nicht. Davon haben wir auch nicht mehr viel. Nur für Daniel? Wer ist Daniel? Okay, verkaufen wir mal an Daniel. Wer auch immer das ist. Hallo Daniel? Wer ist Daniel? Ich dachte, der heißt Heinz. Komisch. Plötzlich gibt es hier zwei Typen, die genau gleich aussehen, aber unterschiedlich heißen. Ja, vielleicht wird es ja noch verkauft an Daniel. Eine Batterie. Ja, das brauchen wir. Oh nein, jetzt habe ich das akzeptiert. Gut, dann müssen wir erstmal Geld verdienen. Was haben wir denn jetzt freigeschaltet? Das schon mal nicht. Das da haben wir. Nichts anderes? Nein. Also nur das. Das heißt, wir können 3 Fernbedienungen zum Beispiel verkaufen. Ja. Dann verkaufe ich mal 3 Fernbedienungen. Fernbedienung, da sind die Fernbedienungen. 3 Stück bringen 1500. So, das haben wir hier noch. Geht allerdings nur sehr schleppend voran. Wir haben 12.000. Das heißt, es fehlt noch ein bisschen. Daniel. Finde ich immer noch komisch. Ich kenne keinen Daniel. Hier könnten wir natürlich auch ein bisschen was bekommen. Zementfarbe merke ich mir mal. Uhren. Zement, Farbe, Uhren. Uhren sind super leicht. Aber ich habe nur 3 davon. Ja gut, dann muss ich danach halt noch eine Uhr machen. So, 278 mehr. Zement brauchen wir Mineralien. Mineralien haben wir noch einige. Aber auch nicht mehr so viel, muss man mal bedenken. Und Farbe? Braucht nur 1, okay. Kriegen wir denn... Nein, ich glaube nicht, dass wir genügend Chemikalien zusammenkriegen. Kleber. Ja, machen wir immer erstmal einmal Farbe.
Und ja, können wir auch einmal Zement machen. Aber Zement. Fehlt natürlich immer noch eine ganze Menge, gerade mal 13.000. Ah, die 1.500 hier. Aber die werden einfach nicht mehr verkauft. Okay, wir haben noch ein Plastik hier. Jetzt haben wir aber keine Chemikalien mehr. Ach, komm schon. Kleber können wir auch nicht mehr machen. Da kommen wir auch nicht weiter. Zumindest nicht viel. Ich könnte glatt ein eigenes Video zur Werbung machen. Ich habe da nämlich eine Theorie, wie die Werbung aufgebaut ist. So, zwei Hämmer. Und zwei Schaufeln. Das wurde verkauft. Wunderbar. 15.600. 2.400 bräuchten wir. Das heißt, nur diese eine Pizza muss verkauft werden, dann hätten wir es. Können wir noch was mit dem Stoff anfangen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Warte mal. Stoff. Nee, da brauchen wir ja noch Plastik dazu. Das könnten wir einmal machen. Einmal Mehlbeutel. Zwei Käse, einmal Sahne und einmal Mehl können wir verkaufen. So. Ach Mist. Wenn man sie braucht, ist sie nicht mehr da. Jetzt brauche ich sie gerade nicht. Und sie ist überall. So. Also, zweimal Käse können wir verkaufen. Dann können wir noch einmal Sahne verkaufen. Und einmal Mehl. Obwohl, da fällt mir gerade was Besseres ein mit Mehl. Da. Dafür brauchen wir einfach nur einmal Gewürz. Und dann verkaufen wir einen Donut. Das klingt schon besser. Ist einiges mehr an Geld. Muss nur jetzt alles verkauft werden und das kriege ich nicht hin. Es gibt einfach niemanden, der kaufen will. 16.000. Mit dem Stoff kann ich wirklich nichts machen. Scheinbar nicht. Und das Holz hilft mir jetzt auch gerade nicht weiter. Gut, machen wir die Sahne noch rein. Ah, ich hätte den Donut machen sollen. Auspuffsrohr, brauchen wir das? Ja, brauchen wir. Sekunden für gratis Werbung. Nee, hier gibt es nichts mehr, was man machen könnte.
kann schon mal vorhersagen, jetzt kommt wieder eine Werbung. Ja. So, jetzt aber. Das muss jetzt einfach reichen. Ja, es reicht. Dankeschön. So, gucken wir mal kurz. Oh, vierter Platz. Da fehlt nicht mehr viel, dann kriegen wir schon den großen Preis. Ihr seht jetzt, mittlerer Preis, das bringt jetzt schon mehr, als wenn man in der Megalopolis-Liga, keine Ahnung, 5000 Punkte holt. Lohnt sich einfach mehr. So, lösen wir mal eine Katastrophe aus. Erdbeben ist das Einzige, was wir machen können. Das, das und los geht's. So, ein paar Screenshots, damit man irgendwas für die Folge hat. Ganze 6 Häuser hat es zerlegt, aber nur ganz leichte Schäden. Braucht man so gut wie gar nichts dafür. Nur halt Grundmaterialien. Wohngebäude ausbauen. Stark, jetzt bekomme ich so etwas. Aber was könnten wir überhaupt für Wohngebäude ausbauen? Ich meine, ich habe jetzt nicht gerade mehr viel Ressourcen. Ich meine, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen. Das kann ich auch noch nicht machen. Ich kann das alles noch nicht machen. Das kann ich machen. Katastrophengebiete aufbauen und goldene Schlüssel bekommen. Bekommt man hier 3? 1, 2, 3. Man kann mit diesen 6 Gebäuden das da machen und das da. Man kann einfach 4800 Punkte aus der Sache rausholen. Aber ich würde sagen, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge. Wenn ich dann alles gemacht habe, also der Wettbewerb schon vorbei ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.